Grüß euch alle zusammen. Hi. Seid ihr da? Ja. Lasst uns gemeinsam sagen, ich bin da. Ich bin da. Sehr cool, sehr cool. Man kann nie wissen, wie Margit gesagt hat, ist man bei Wimbledon oder bei... Sie hat alle Sachen erwähnt, die sie mag, Margit, ja? Ja. Tennis und Sneakers. Aus dem Leben sprechen, genau. Ah, sehr cool. Wirklich, wirklich schön, hier im Haus zu sein. Vergangenes Wochenende waren Angel und ich in Bayern, genau in Regensburg, einen Teil davon. Und sonst am Samstag waren wir irgendwo anders in Bayern. Landsberg am Lech. Kennen Sie das, Landsberg am Lech? Ja, bitte, ich war das erste Mal da. Und wir waren in einem Regionaltreffen von Pastoren von der BFP Deutschland. Das hat mit Bundespfingstbewegung Deutschland. Und die sind in Regionen aufgeteilt und wir waren dort. Und wir haben da gepredigt. Der Pastor Ivan und seine Frau Amy, die leiten diese ganze Region. Sie waren ein paar Mal bei uns in Leadership Conference. Und sie haben gesagt, einmal muss ihr unsere Leute kennenlernen. Und das war echt cool, da zu sein und einfach um euch zu informieren, wo sind Gianni und Angela? Wieder auf Urlaub. Und na, wir waren nicht auf Urlaub, aber es war schön, mit diesen Menschen zu sein, anderen gläubigen Menschen kennenzulernen, anderen Pastoren, anderen Kulturen. Meine ich jetzt nicht die deutsche Kultur, sondern Gemeindekultur. Obwohl Regensburg ist wunderschön, also ich wusste nicht, dass Regensburg so schön ist. Also die haben Jazz-Wochenende gehabt, da waren Band, Jazzband sogar auf einem Boot auf der Donau. Und die Leute vom Ufer haben da auf das Boot geschaut, Jazz. Also es war echt cool, cool. Also zu Wien kommt keiner in der Nähe, aber es war nicht schlecht, nicht schlecht. Regensburg. Es ist schwer, einen Wiener wirklich zu beeindrucken, oder? Ja. Und genau. Aber echt super, schön. Vor genau 38 Jahren, Angel und ich sind nach Österreich gekommen. Vor genau 38 Jahren. Ich habe ein Foto mitgebracht von unserem ersten Zuhause. Jemand hat mal gesagt, war Angel schon mal verheiratet oder wie? Nein, das bin ich. Das bin ich. Ja. Also eher relativ kurze Haare. Ich habe viel, viel längere Haare noch gehabt. Als Rockmusiker musste ich. Und das war tatsächlich unsere erste Wohnung. Also meine Frau hat sie ist aufgewachsen in einem Herrenhaus in Cornwall mit so circa 9 Schlafzimmer. Die Küche war so groß wie der Raum hier. Nein, nicht, das ist übertrieben jetzt, aber die Hälfte war die Küche, Bauernküche. Und dann sie hat mich geheiratet und ich habe sie ihnen Top-Angebot gemacht. Aber ich habe immer wieder gesagt, es ist deine Schuld, dass wir in Österreich sind. Ja, so jammern nicht. Nein, das ist nur ein Scherz. Genau, da waren wir am Fassacher See, glaube ich, oder? Fassacher See bei Villach. Nicht Fackersee, sondern Fassacher See. Ist ein ganz kleiner See, gleich in der Nähe an der Stadt Villach. Und es ist unsichtbar von der Straße. Du musst hinfahren, damit du den See siehst. Ja? Darum, die wenigsten Leute kennen Fassacher See. Ja? Aber genau, da war unser Zuhause einige Monate. Wir waren im ersten Sommer, 86 war das, gell? Als wir gekommen sind, 1986. Und wir waren im Winter dann eben nicht am Campingplatz, weil es war nicht möglich, es war zu kalt. Und dann, wir waren in einer Ferienwohnung und dann nächsten Sommer wieder in diesem Campingplatz. So, wir waren an zwei Locations gewohnt, ja, in Ferienwohnungen Fakasse und in Campingplatz am Fassachasse. Einige von euch schauen mir, als ich Ihnen ein Märchen erzähle. Das ist tatsächlich so, ja. Das war unsere erste Jahre als verheiratet. Wir haben in enge Räume verbracht. Ja, darum ist unsere Ehe jetzt stark. Wenn wir uns gegenseitig nicht umgebracht haben, ja, das bedeutet, unsere Ehe ist jetzt stark, ja. Und genau, 3 Jahre haben wir eigentlich keine Kids gehabt. Wir haben sehr viel zusammengearbeitet und alles gemeinsam gemacht. Und wir haben Deutsch gelernt. Eine Anekdote muss ich euch erzählen, das haben wir ein paar von euch wahrscheinlich mal schon gehört.
Und wir haben zu dieser Zeit die Zeit genommen, einen deutschen Crashkurs zu machen, einen Sprachkurs von der Universität Klagenfurt wurde angeboten, in Pörtschach einen Sprachkurs zu besuchen. Und dann wir haben Hausaufgabe bekommen und wir haben im Wohnwagen gewohnt. Es hört sich wie, ey cool, ja auf Urlaub. Aber ich sage euch, das Urlaubgefühl verschwindet nach circa 3 Wochen, dann ist kein Urlaub mehr. Wir wohnen hier, ja. Und wir haben dann Deutsch gelernt an diesem Tag und deutsche Hausaufgabe gemacht. Und es war so schwierig. Und es hat fürchterlich geregnet. Und wie ihr wisst, wenn ihr schon in einem Wohnwagen gewohnt habt, wenn der Regen fällt auf den Wohnwagen, es ist so verstärkt alles. Gell? Wir waren in einer Gemeinde in Texas. In unserer Hochzeitsreise waren wir in einer Gemeinde in Texas. Und also unter anderem. Und dieser Pastor hat immer die Leute gebeten, als er auf die Bühne gegangen ist, er hat alle Leute gesagt, holt eure Bibel, hält sie hoch und spricht mir nach. Das ist meine Bibel, ja, this is my Bible. Und dann alle haben gesagt, this is my Bible. It says, I am what it says I am. Und alle haben wiederholt, ich bin das, was die Bibel sagt, dass ich bin. Und ich kann das, was die Bibel sagt, dass ich kann. So, wir waren im Wohnwagen, ein paar Jahre später. Naja, 6 Monate später, danke. Wir sitzen in diesem Wohnwagen. Angela auf der Seite von dem Tisch, die dann später unserem Bett war. Ne? Wir sind im Wohnwagen. Der Tisch ist dann das Bett, ja, wo der Matratzen drauf liegt. Und ich schaue sie an und sage, Angela, hol den Deutschbuch. Ja. Und sie sagt, was? Ja, hol den Deutschbuch. Und sie schließt das Buch und hält es in der Hand und sagt, hebt es hoch. Und sie sagt, ist gehoben? Das spricht mir nach. Danke, Jesus, dass du uns nicht nach China berufen hast. Thank God. Und sie hat gesagt, thank God that you didn't call us to China. Weil ich habe gehört, Chinesisch ist extrem, extrem schwierig. Aber meine Predigt hat ein bisschen mit unserer Geschichte zu tun heute. Ja? Und ich predige jetzt nicht, weil es unsere, wie heißt das, Anniversary ist in Österreich, Jubiläum, 38 Jahre. Sondern ich predige das, weil ich es schon predigen wollte, war vorbereitet. Und ich werde einige Male über Mythen sprechen in der kommenden Zeit. Myths, sagt man auf Englisch. Mythen. Mythen. Sachen, die man glaubt, Sachen, die Leute sagen, die aber von irgendwoher geholt sind, aber nicht wahrscheinlich von der Bibel. Obwohl manchmal man die Bibel verwendet dafür. Es war schon circa, dieses Ereignis hat sich ungefähr 10 Jahre, nachdem wir schon in Österreich waren, so 3 Jahre, dann die Kinder, 7, so wahrscheinlich 10 Jahre, wo Alan gekommen ist und diese Sache mit der Nähmaschine, 10 Jahre, gell? Ja, 10 Jahre, nachdem wir in Österreich gekommen sind. Also ich will nicht die Geschichte erzählen, aber wir sind in Leoben da gewesen, wir sitzen in Leoben. 8. Stock von einem Hochhaus und wir haben, Gott hat uns geistliche Eltern gegeben, die uns wirklich geholfen haben, dass wir nicht verrückt werden, dass wir verheiratet bleiben zum Beispiel oder dass wir nicht Blödsinn bauen, ja? Weil du sagst, wir wollen Gemeinde gründen, Church, Pastoren sein, na, wenn du niemanden hast, der dich ein bisschen betreut, du könntest großen Wahnsinn werden oder aufgeben zum Beispiel oder was immer. Und Gott hat uns relativ bald, dass wir nach Österreich gekommen sind, durch eine eigene irgendwie Werdegang, diese Eltern, geistliche Eltern gegeben. Es waren mehrere Leute, die uns begleitet haben, aber Alan und Eileen Vincent, die waren geistliche Eltern für uns. Als er nach Leoben gekommen ist zu predigen, er kam und predigte zu circa 15 bis 20 Leute in einen Raum in Gössabräu, das ich gemietet hatte. Und er kam und predigte, ich habe ein paar Leute eingeladen von Graz, die ich gekannt habe. Und dann sitzt er in meinem Wohnzimmer, Alan, ich glaube, nächsten Tag wäre er wieder zurück nach Texas geflogen, wo er gekommen ist. Er ist zwar Brite, aber er hat in Texas gewohnt, in San Antonio. Und ich habe ihn angeschaut im Wohnzimmer und ich habe ihm gesagt, Alan, könntest du wiederkommen nächstes Jahr?
Und es war überhaupt ein Schock fast, als meine erste Einladung zu ihm kam, dass er überhaupt Ja gesagt hat. Ich hatte Alan kennengelernt in riesige Konferenzen mit tausenden Menschen als Sprecher. Und eines Tages, als ich noch in der Bibelschule war, ich habe gedacht, den Mann würde ich gerne näher kennenlernen. Ja? So, ich habe ihn dann eingeladen, als wir in Bruck an der Mur gewohnt haben, bevor wir nach Leoben gezogen sind. Ich habe ihm einen Brief geschickt und dann kam er nach Leoben, als wir da umgezogen waren, kam er zu uns. Und ich wollte, dass er wiederkommt. Ich habe gedacht, das ist ja geistlicher Vater. Er war älterer Mann mit einem junges Herz. Ich habe gesagt, den passt zu uns. Ja, passt für uns. Und so, er macht seinen Kalender. Er hat einen riesigen Papierkalender gehabt. Ja. Also 2 A4 nebeneinander war ein Monat. So, ich konnte diese Kastel sehen. Jeden Tag in einem Monat war es so groß. Und ich konnte sehen, was alles geschrieben war. So, ich sage zu ihm, Alan, can you come again? Kannst du wiederkommen nächstes Jahr? Und er sagt, oh, ich hole meinen Kalender. Und er holt seinen Kalender, er macht das auf den Teetisch, da, Wohnzimmertisch. Und er blättert. So, für 5, 6 Monate später fängt an, voll, 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 voll. Kommende Jahr, Januar. Voll, voll, voll. Weil er war sehr gefragter Sprecher. Und dann kommt er zu Juli, kommende Jahr. Und er sieht, das ist auch voll. Und er hat gewusst, weit über ein Jahr kann ich gar nicht kommen. Und dann blättert wieder zurück zu Juli. Er schaut mich an, wie ich traurig ausgeschaut habe, weil ich gewusst habe, wir sehen ihn lange nicht jetzt. Gell? Und dann sagt er, darf ich deinen Telefon verwenden? Wir haben ein Standgerät damals, wir haben keine Handys gehabt, Standgerät. Darf ich dein Telefon verwenden? Ich so, ja, okay, ich muss einen Anruf machen. Er ruft nach Südafrika von meinem Telefon. Damals war drei. Er ruft nach Südafrika und sagt zu dieser Dame, ich höre ihn, wie er sagt, oh, can you tell Pastor Ray, ich musste bei der Konferenz, bei der Faith Conference in Johannesburg predigen, könntest du Pastor Ray fragen, ob er mich rauslässt aus dieser Verpflichtung? Weil ich hätte gerne was anderes gemacht, ich musste was anderes tun, frag Pastor Ray. So, er legt das Telefon zu und auf und dann plaudern wir wieder. Ich wusste nicht genau, was er gemacht hat, ja, mit wem er geredet hat. Halbe Stunde später ruft das Telefon und er hebt das Telefon und die Dame sagt, ja okay, Pastor Ray sagt, alles klar, aber du musst versprechen, dass du nächstes Jahr kommst. So, er sitzt dann auf der Couch, er macht den Kalender auf, er zeigt auf Juli und sagt, ich kann kommen. Aber Moment, wisst ihr, was er gerade abgesagt hatte? Er hatte eine Konferenz abgesagt, wo zwischen 15.000 und 20.000 Leute jedes Jahr kommen. Mega-Sprecher, Benny Hinn und alle möglichen Sprecher der Welt sind da. Und Alan wäre einer der Sprecher gewesen. Und er hat gesagt, ich habe gedacht, Sie haben so viele coole Sprecher, Sie werden mich nicht vermissen. So, ich kann zu euch kommen. So, er verlässt 15.000, zu 15 zu kommen. Da wusste ich, ich habe einen Vater von mir. Nicht ein professioneller Prediger, sondern jemand, der wirklich etwas in uns gesehen hat und der sagt, der Konferenz ab, zu uns zu kommen. So, in einem seiner Besuche, er war dieses Mal allein, wir sitzen im Wohnzimmer, den Tag bevor er wieder zurück nach Texas fährt, wir trinken ein Glas Wein. Zu dieser Zeit hatten wir schon 2 Kinder, glaube ich. Matthias und Esther waren auf die Welt, sehr klein. Und am Abend, als wir gegessen haben und so weiter, Angela hat gekocht und so weiter, ging Angela die Kinder ins Bett zu legen. Und dann ist sie, wie meistens, wenn sie extrem müde waren, dann gleich auch mitgeblieben. Sie hat geschlafen. Und ich sitze im Wohnzimmer mit Alan, trinke ein Glas Wein. Und dann Alan schaut mich an und sagt zu mir, Gianni, was tust du da mit deiner Frau? Und ich kannte Alan genug, wenn er einen Gesichtsausdruck nimmt, die besorgt ist. Und ich wusste, er macht keinen Scherz. Ich habe zu ihm gesagt, what do you mean? Was meinst du jetzt damit? Was mache ich mit meiner Frau? Und er schaut mich an und sagt, dass deine Frau, um zu heiraten und Kinder zu bekommen allein, musste Angela nicht nach Österreich kommen.
Sowieso ist sie meistens zu Hause und schaut auf die Kinder und kocht und du bist draußen Gemeinde gründen. Und ich habe zu Alan gesagt, ich tue nichts gegen meine Frau oder sowas. Das ist einfach so passiert. Wir haben Kinder, jemand muss sich um die Kinder kümmern. Und er hat mich angeschaut, er hat gesagt, you should consider what you're doing. Auf Deutsch sagt man, du solltest über nachdenken über das, was du tust. Und er geht schlafen. Und er lässt mich im Wohnzimmer so. Huh. Und ich war ein bisschen verärgert, muss ich sagen. Ja, ich war echt verärgert. Ich habe gedacht, okay, diesmal irgendwo ist er voll daneben. Ja? Also, und ich habe nachgedacht und ich habe mit Gott geredet und so. Gell? Und dann, es war, als ob Gott das Band zurückspült. Das Band, damals gab es ein Band, ein Tonband. Ja? Als ob er diese MP3, was immer nach... Und stoppt, wo ich gesagt habe, ich tue nichts. Ich habe ja zu anderen gesagt, ich tue nichts gegen Angelo oder gegen Frauen, die predigen sollten und sowas. Und Gott hat mir nur diese Aussage zurückgespielt, ich tue nichts. Und Gott hat zu mir gesagt, genau das hast du gemacht, nichts. Und ich habe gedacht, na bitte echt, ich war ein bisschen verblüfft. Und dann Alan ging nach Hause, ist zurück in die USA geflogen. Und ein paar Tage später, Angela sitzt beim Wohnzimmertisch, beim Esstisch mit der Nähmaschine, wo sie oft stundenlang verbracht hat. Weil wir haben damals wirklich nicht so viel Geld gehabt und Angela hat fast alle ganze Klamotten für die Kinder genäht. Und wir konnten uns nicht leisten, das neu zu kaufen. Und ich sitze dort und schaue Angela an und sage, du Angela, weißt du, was Alan gesagt hat letzten Abend? Und ich sage, ja, what did he say? Und ich habe gesagt, stell dir vor, er hat gemeint, ich hindere dich und er hat sogar gesagt, ich ersticke dich regelrecht, dass du dich nicht ausdrücken kannst und dass du bist nicht nach Österreich gekommen, nur Kinder zu bekommen und zu heiraten, das hast du auch genauso in England und so. Und ich rede so ungefähr, stell dir vor, und ich habe erwartet, dass Angela sagt, jo, na, echt, na, bitte, na, bitte. Stimmt überhaupt nicht, ja. So, ich habe, was ist diesen Ton, ja, stell dir vor, ja, so, und du denkst, er sagt, na, das stimmt, Alan ist, also, diesmal hat er daneben ein bisschen. Und dann sage ich zu ihr, was sagst du dazu? Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, sie antwortet nicht gleich, sondern sie hat ein paar Sekunden nichts gesagt, wusste ich, oh oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und dann fängt sie an zu reden. Und sie hat mir erzählt, wie viele Nächte sie schlafen geht, heulend und weint. Und ich habe gesagt, was? Ja, weil ich denke, ich bin auch nicht hier nach Österreich gekommen, um einfach zuzuschauen, wie du predigst und du Gemeinde gründest und so. Und ich tue eh gerne Mama sein, ich bin am Bauernhof aufgewachsen, ich arbeite gerne zu Hause. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich ersticke, also dass ich nicht das tue, wofür ich hier bin. Aber ich wollte eure Männerarbeit nicht stören und nicht im Weg stehen. Es sind ein paar coole Dinge passiert. Und sie wollte einfach nicht Unruhe bringen. So, sie hat gesagt, ich habe nichts gesagt. Aber ich weine mich im Schlaf öfters. In der letzten Zeit, wo ich diese Story erzähle, ich habe das an den Männern in Bayern erzählt. Ich habe eine Männerrunde geredet, Pastoren. Ich habe diese Geschichte erzählt. Das ist das zweite Mal, dass ich diese Geschichte erzähle, ohne zu weinen. Weil ich war so betroffen, als ich gecheckt habe, was ich getan habe. Und wisst ihr, wie ich das getan habe? Nicht mit der Absicht, jetzt werde ich schauen, dass Angela zu Hause bleibt und nie zum Predigen kommt, nicht zum Gemeindegründen, nicht rausgeht in die Dörfer in Österreich, die sie liebt und so weiter. Ich habe das nie absicht. Es ist einfach so by default passiert. Ja? Ja, man muss eh mit den Kindern sein. Automatisch sie. Automatisch ich gehe raus mit meinen Kumpel. Ich habe eine
drei Männer Freundschaft gehabt. Mein geistlicher Vater hat gesagt, Gianni, du bist mehr mit ihnen verheiratet als mit deiner Frau. So einen Vater brauchst du. Du brauchst ein paar Leute in deinem Leben, die dir sagen, die Dinge, die du nicht hören willst. Ja, das ist nur nebenbei, nicht mit, so, gratis reingeworfen. Und dann, ich mache jetzt große Sprünge, ich habe einige Pastoren, die Life Church, die Bewegung war sehr klein, aber ich habe ein paar von den leitenden Personen, wir sind drei Tage weggegangen und wir haben uns damit beschäftigt, theologisch beschäftigt, mit Rolle der Frau überhaupt in der Gesellschaft, zuerst einmal in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Wir haben am ersten Tag, wir haben gedacht, okay, wir werden jetzt so reden, als ob wir Menschen sind, die glauben, dass die Bibel sagt, die Frau darf überhaupt nichts. Schweigen halt in der Gemeinde, ja. Die Frau soll schweigen in der Gemeinde und nicht lehren und das nicht und dies jetzt und das nicht. Die Juden haben damals gesagt, das Gesetz, das Buch des Gesetzes sollte verbrannt werden, bevor es in der Hand einer Frau kommt. Das waren das, was sie damals geglaubt haben. Ja? In dieser Zeit ist Jesus gekommen. Wir haben das eine ganze Papier voll mit Bibelstellen, die Frauen einschränken. Nächsten Tag haben wir eine evangelische Theologe eingeladen. Einige von euch kennen Pastor Helmut Eifen von Wiener Neustadt. Und er ist gekommen und ich habe gesagt, Helmut, rede zu uns über dein Verständnis von der Rolle der Frau in der Church. Und ohne zu wissen, was wir den Tag davor gemacht hatten, ja, mit dem Couple gegen ein Couple, er hat alles zerstört, was wir aufgeschrieben hatten, ohne es zu wissen. Eine Sache nach der anderen. Und dann ging er nach Hause, dritten Tag, ich habe alle angeschaut und ich habe gesagt, what do we do now? Was machen wir jetzt? Und wir haben eine Reise unternommen, die zwei, drei Jahre gedauert hat, wo wir theologisch Buße getan haben für das, was wir zugelassen haben. Und wir haben den Weg vorbereitet für das, was Life Church heute ist. Aber ich erinnere mich, wir hatten eine Hello Life in Leoben. Damals war Visionstag. Alle zusammen in Leoben. Die ganze Bewegung. Und Gott sagt zu mir den Tag davor, Gianni, ich will, dass du Buße tust vor alle Leute für das, was du getan hast und zugelassen hast. Ja, wenn Leiter sein, du kannst nicht sagen, jo, das habe ich eh nicht mit Absicht gemacht, das gilt alles nicht. Wenn Gott sagt, tue das, weil es wichtig ist, dann ich habe das getan. Mitten in dem Event, es war nicht Thema Frau und so, sondern mitten in dem Event, ich habe ein bisschen erklärt, um was es gegangen ist. Und ich habe gesagt, ich tue Buße für das, was ich getan habe bei Default und den Eindruck, dass ich jeder vermittelt habe, dass diese Sache ist eine Männersache und die Frauen sollten sozusagen das nicht tun, jeden Bad predigen und so weiter. Das war nicht, was ich geglaubt habe, aber das ist, was ich getan hatte. Ich erinnere mich, es waren Frauen, die in die ersten Reihen gesessen sind, ein oder zwei, sie haben angefangen zu heulen. Ich war echt ein bisschen geschockt, ich sagte, die sollen sich freuen. Weil da ist eine Umkehr von dieser Männerdomain, dieser Männersache, weißt du, Pastor, Leadership in der Church ist Männersache. Die sollten hupfen und tanzen. Und sie haben geweint und ich war ein bisschen irritiert eigentlich. Ich habe gedacht, was ist was Gutes, oder? Nach dem Event, ich habe zu Anne von diesen zwei geredet und ich habe gesagt, wieso hast du geweint? Und sie hat gesagt, Gianni, dein ganzer Schmerz, das ich in mir getragen habe, ist rausgekommen. Weil ich als Frau immer gedacht habe, es ist ein Zaun da, ich kann so weit und nicht weiter, weil ich eine Frau bin. Ich bin so groß geworden in diesem Verständnis in der Gemeinde Jesu. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26. 1. Mose Kapitel 1, 26 sagt Folgendes. Dann sagte Gott, das ist die Schöpfung, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Er
schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er: Seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, hier freuen sich die Vegetarier, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen, aber die Vögel und Landtiere sollten Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag war vergangen. Kapitel 2. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Diese Ruhe von seiner Arbeit bedeutet nicht, dass er müde war. Ja, wir waren müde, Gott war nicht müde, sondern dieses Wort bedeutet, er hat aufgehört zu arbeiten einfach. Ja. Darum segnete er den siebten Tag und sagte: Dies ist ganz besonderes, heiliger Tag, er gehört mir. Erster Mose und die Schöpfungsbericht, sie sind eine Blueprint, sie sind eine, ich habe das auf Deutsch gefunden, der Bauplan oder die Vorlage von das, wie Gott Gesellschaft sieht, wie Gesellschaft sein sollte. Es sind nicht sehr viele Dinge genau in Details, aber ich habe den Eindruck, dass Gott die wesentlichen Dinge da reingeschrieben hat. Die wesentlichen Dinge. Wenn ich wissen will, wie rein ein Fluss ist, wisst ihr, wo ich gehe? Am Ursprung vom Fluss. Ja? Wir wohnen direkt beim Mauerbach. Wenn du wissen willst, wie rein der Mauerbach ist, dann musst du zum Ursprung gehen und nicht ein paar Kilometer weit entfernt, wo einige Häuser da sind, die machen mal alles Mögliche in dem Fluss. Aber früher, jetzt würden wir glauben, dass es nicht mehr passiert, hineinwerfen. Ja? Und das ist der Beginn vom Fluss. Und da Gott sagt zu Adam und Eva, es ist interessant, Gott hat Adam geschafft, weil die Bibel spricht, Kapitel 1 ist Erzählung und dann Kapitel 2 und 3 ist wieder eine Wiederholung, ein Rückschritt und dann die Erzählung fängt wieder an. Aber es ist interessant, dass Gott sagt nicht an Adam: Adam, pass auf, das ist der Auftrag für die Welt und dann ich werde Eva schaffen und dann erzähl ihr, was ich dir gesagt habe. Gott wartet, bis Adam und Eva beide da sind. Und dann sagt er zu ihnen beide, gibt ihnen diesen Auftrag zu ihnen beiden. Du sagst: Gianni, aber wieso predigst du das heute? Ja, Nummer eins ist Teil von der Life-Church-Geschichte. Manche Leute, und wo wir jetzt in Bayern waren, und wo immer wir sind als Ehepaar, wir kommen immer wieder zu diesem Thema Mann und Frau in der Gemeinde, Frau als Leiterschaft, Frau als Älteste oder was dürfen Frauen bei euch und was nicht und so weiter. Irgendwie, wir kommen, auch wenn es nicht Thema ist, Leute fragen uns und dann übernimmt diese Thematik die ganze Konferenz. Die Leute sind interessiert und sie wollen, dass wir wiederkommen und dass wir wieder darüber erzählen. Und die Männer und die Frauen und die Pastoren, die großes Interesse haben an dieses Thema, ist wirklich groß. Überall, wo wir kommen, wird das Thema noch einmal, nicht weil für uns ein Thema ist, in Life Church zum Beispiel, ist eigentlich kein Thema mehr. Die meisten von euch, Frauen hier, sagen: Jo, Gianni, eh klar, oder? Das ist klar für uns. Aber wisst ihr, was wir herausgefunden haben? Weil ich habe eine Zeit lang gedacht, das ist nicht mehr Thema für uns. Aber Gott hat gesagt: Ja, aber durch euch schon. Ich gebe euch einen Auftrag. Ihr könnt nicht sagen: Ja, wir sind frei jetzt von dieser Gender-Geschichte, das sagt, ah, Frauen dürfen das und das nicht und Männer dürfen das machen und diese Klischees. Wir sind frei davon, ja. Wieso sollen wir das thematisieren? Aber Gott hat zu mir gesagt: Life Church, meine nicht Gianni und Angela, sondern jeder Life Church, wie wir sind, wir predigen. Ja. Wisst ihr, alle Gemeinden sind absolut wertvoll. Jede Gemeinde trägt etwas in sich, die eine Auftrag ist, die eine Berufung ist.
die nicht ein Thema ist, worüber wir sprechen, sondern ein Thema ist, die wir leben. Ohne nachzudenken. Was ist Kultur? Das, was wir tun, oder nachzudenken? Wieso bewege ich meine Hände? Als ich mich vorbereitet habe, Predigt vorbereitet habe, ich habe nicht gesagt, bei 1. Mose 1,26 bewege die Hand nach links, bei Vers 27 bewege die rechte Hand nach rechts. Das habe ich nicht geplant. Das tue ich, weil ich Italiener bin. Und wenn manche Dinge so Teil von uns werden, wir tun es, ohne nachzudenken. Also es gibt so starke, ich meine jetzt nicht stark von persönlich und so weiter, wirklich Frauen in Life Church. Und dieser Pastor aus Bayern, als wir mit seinem Team geredet haben, wir haben gesagt, du, eine Atmosphäre zu haben, wo Frauen in diesem Kontext, wir reden mal von Frauen, obwohl es nicht nur Frauen, ja, es gibt so viele Einschränkungen im Leib Christi, wenn wir nicht frei werden von diesen Dingen. Es gibt so viele Einschränkungen, die wir nicht merken, wo man sagt, okay, Leute, die in Pension sind, okay, das war so ungefähr, ihr könnt ein bisschen was machen. Ja? Bei uns gibt es ein Ehepaar in der Church, die nicht eine von den beiden in Pension gegangen ist und sie sagen, ja, wir machen ein Start-up in Tulln. Es ist nicht nur Jugend, die machen sowas, oder junge Erwachsene, auch ältere Leute. Wer sagt, dass ältere Leute dürfen nicht anfangen, Pionierarbeit zu machen? Ja. Wer sagt das? Wer sagt, dass die Jugend zu jung sind? Wer sagt, dass die Kids zu unerfahren sind? Es sind so viele Klischees, so viele Mythen, die wir schlucken. Und wir müssen verstehen, wenn immer wir diese Klischees umarmen, das bringt riesige Schaden im Reich Gottes. Und Gott hat das mit Angelo, mit mir gemacht, weil er wusste, wenn ihr der Beginn des Flusses seid und ihr so seid, dann stellt euch vor, das, was ich vorhabe mit Life Church, dass eine Bewegung ist, wo Frauen das Gefühl haben, alles ist möglich für uns. Es gibt keine Mauer, Einschränkungen, weil ich eine Frau bin, sondern eine Bewegung ist, wo Frauen denken können, alles ist möglich. Dann ihr müsst euch ändern. Weil nicht was ihr predigt, wird predigen, sondern wer ihr seid, wird predigen. Das ist ein Grund, warum ich heute das bringe und viele Leute diese Predigt hören werden. Das ist der Grund, warum ich das predige, ist, weil die von euch, die das noch nie gehört haben, sowas, ja, dass ihr das erfährt, aber uns zu erinnern, ist ein Teil von unserem Auftrag. Das, was Diskriminierung ist, und mir ist bewusst, dass ich, wenn ich dieses Wort im Mund nehme, ist heavy, ja. Aber das, was Diskriminierung ist, im Leib Christi und auf die ganze Welt, in der Gesellschaft, Gott will durch seine Gemeinde verändern. Und darum, wir als Bewegung, wir wollen als Life Church, als Ortsgemeinde, wir wollen nicht Dinge tun, einfach, jo, weil jeder so glaubt. Manche von euch sind vielleicht in einem Kontext groß geworden, wo jeder weiß, okay, das ist... Leadership ist Männersache. Wir waren in einem anderen Pastorentreffen, Angelo und ich, in Deutschland, in einem anderen Gebiet von Deutschland. Ich werde nicht sagen, wo, weil das ist irgendwie schon öffentlich, diese Predigt. Der neue Vorstand von diesem ganzen Gebiet wurde vorgestellt in diese, was heißt das, Regionaltagung. Der neue Vorstand. Und wir sitzen in erster Reihe, Angie und ich, die Gastsprecher. Und dann kommt der neue Vorstand und die stehen alle vor uns. Also in diese waren wahrscheinlich 100 Leute in dem Raum, unter anderem auch Frauen, ja, Männer und Frauen. Aber als der neue Vorstand kam, war eine Reihe von Männern. Und für uns ist gar nicht mehr normal. Also wir sind nicht mehr gewohnt, in diesem Kontext nur Männer zu sehen, ja. Und wir haben gedacht, oh my goodness, nur Männer. Wir haben gedacht, vielleicht kommt eine Frau noch. Nein, es war wirklich, das war der Vorstand. So, nächsten Tag oder selben Tag, wir gehen Abendessen am Ende der Konferenz und da waren einige leitende Personen mit Ehepartner da, Kinder waren auch da. Und eine stellt die Frage relativ laut, damit alle hören. So, wie war es für euch, dieses Event?
Was habt ihr, irgendwelche Ratschläge, dass ihr das uns geben könnt und so weiter, bevor wir jeder nach Hause geht. Und wir versuchen, die nette Sache zu sagen, was wir gesehen haben. Und dann Angela hat gedacht, was soll's. Schlimmster Fall, sie laden uns nicht mehr ein. Ja. Welche? Wir sind nicht traurig, weil wir haben genug zu tun. Und sie sagt, eines muss ich schon sagen, als der neue Vorstand vorgestellt wurde, ich war ein bisschen überrascht, dass da nur Männer. Aber ich bin sicher, dass es wirklich Frauen mit Berufung auch hier gibt. Und es wurde still irgendwie. Es wurde nicht viel kommentiert. Wir sind alle nach Hause gegangen, wie ins Hotel. Nächsten Tag in der Früh, einer dieser Pastoren führt uns zum Flughafen. Und er fragt uns, wie habt ihr geschlafen? Ich habe gesagt, ja gut, gut geschlafen. Wir schlafen eigentlich überall gut. Und ich habe gesagt, wie hast du geschlafen? Dann sagt er zu mir, gar nicht. Ich habe zu ihm gesagt, ja, wieso nicht? Er hat gesagt, ich musste nachdenken über das, was Angela gestern gesagt hat. Und ich habe gesagt, oh, es tut mir leid. Er sagt, nein, ist okay. Ich habe eigentlich nicht geschlafen, aufgrund von was sie gesagt hat. Ich habe nicht geschlafen, weil mir ist gar nicht aufgefallen, dass es da nur Männer waren. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Du denkst, wie ist das möglich, wenn Gott in 1. Mose Mann und Frau anschaut und sagt, ihr sollt herrschen. Wie ist das möglich, dass plötzlich in der Gemeinde, teilweise auch in der Gesellschaft oder vielleicht großteils, kommt drauf an, ja, dass diese Rollen von Leadership, von Prägen, von Einfluss eine Sache ist, die nur Männer haben. Kommt das irgendwo von der Bibel? Du sagst, ja sicher, Paulus sagt, die Frauen sollen schweigen in der Gemeinde und so weiter und so fort. Aber ich will heute nicht die ganze Thematik übernehmen. Was ich sagen will ist, der Anfang vom Fluss war nicht einmal eine Rangordnung, Mann, Frau, sondern war, ihr sollt herrschen. Oh, oh. Wisst ihr, warum ich das sage? Es ist nicht, weil es eine theologische Sache ist. Naja, ist eine theologische Ansicht. Da geht es um viele Menschen. Tausende, Millionen von Menschen, die verhindert werden, alles das zu sein, was sie sein sollen. Was bedeutet das? Jede Frau sollte Pastorin werden, predigen, leiten und so weiter? Nein. Wisst ihr, was sein soll? Jeder Mensch sollte all das werden, was Gott sie berufen hat, absolut, zu sein. Ja, genau. Applaus, ja, absolut, es ist gut. Und als Angel und ich sehr fokussiert waren in Österreich, uns war nicht bewusst, in welcher Not der Leib Christi ist. Ich gehe manchmal in moderne Bewegungen und denke, ja, die denken sicher befreit jetzt von Mitten. Na bitte. Ich habe in einer Jugendkonferenz gesprochen, wieder in Bayern. Ich komme zu sprechen und am Ende einige junge Damen, sie haben sich um mich gekreist und sie haben gesagt, ah, Gianni, wir wollen wissen, wie macht ihr das da mit Leadership und mit Frauen und so. Die haben mich mit Fragen bombardiert und ich habe gedacht, ich spreche mit eurer Leiter. Und die Frauen haben gesagt, ja, wir dürfen viel machen, aber es gibt keinen Plan für uns in Leadership. Die Männer, gibt es einen Plan für die Männer, aber es gibt keinen Plan für die Frauen. Ich habe gesagt, oh, okay, auf Wiedersehen. Ich habe gesagt, ich gehe lieber, weil sonst bekomme ich Trouble, wenn ich sage, was ich denke. Ja? Na, aber was ich sagen will ist, noch einmal, Life Church ist nicht besser. Wir sind anders. Und jede Gemeinde hat eine Berufung, etwas zu bringen, in der Gesellschaft zu bringen, die Gesellschaft freisetzt. Und ich rede jetzt nicht nur von Kirche, ich rede von Gesellschaft. Ich rede, dass die Frauen, die hier in der Church sind, dass ihr sagt, wir sind umgeben in einer Kultur, wo wir alles sein dürfen, was wir sein sollten. Wisst ihr, wenn Gott eine Berufung gibt, er sagt nicht, ah, ich habe eine Männerberufung. Ich meine, es gibt Sachen, die Männer, Väter sind nur Männer, Mutter sind nur, die Welt checkt das auch, dass etwas nicht stimmt. Und die Antwort oft für die Welt ist, die Frauen sollen wie Männer sein. Aber das war nie Gottes Plan. Gott wollte nicht, dass Frauen Männer sind und Männer Frauen sind. Er wollte, dass jeder alles sein kann,
was er geplant hat, dass sie sein soll. Das Ziel für eine Frau ist nicht, oh, predigen. Nein, wenn dein Ziel ist und deine Berufung ist, in dieser Phase deines Lebens mit den Kids zu Hause zu sein, mach das von ganzem Herzen. Das ist nicht weniger geistlich oder weniger cool. Ja? Das ist wahrscheinlich mehr Arbeit. Es ist leichter, Pastor sein als Mama zu Hause mit Kids, glaube ich. Wirklich. Hut ab für alle Eltern, die das wirklich. Aber das ist so cool. Ich habe einmal mit einem Mann geredet, vor einigen Jahren. Er hat einen Job gehabt, er hat nie mehr so verdient. Seine Frau aber, er hätte einen Job, in einen Job kommen können, wo sie sehr viel verdient. Mehr als was er hätte in eine Woche verdient, was er in ein ganzes Monat verdient und mehr eigentlich. Ja? Aber sie haben Kinder bekommen. Nein, ich gehe in die Arbeit und meine Frau bleibt zu Hause. Und ich habe es ihm gesagt, ich habe eine Berufung, er hat mir gesagt, er hat eine Berufung im sozialen Bereich zu arbeiten. Und ich habe zu ihm gesagt, ohne Namen, ich habe gesagt, du, glaubst du nicht, dass es eine bessere Idee wäre, du bleibst daheim, die Frau geht arbeiten und du bist zu Hause mit den Kids und dann hast du Zeit, auch das zu tun, was du gerade mir gesagt hast, dass du tun willst. Nein, das geht nicht. Ich habe gesagt, wieso nicht? Ja, das geht nicht. Der Mann ist der Versorger. Ich habe gesagt, echt? Wo hast du das gelesen? Ich habe gedacht, die Bibel, Gott ist unser Versorger. Für die Frauen ist nicht Gott der Versorger, ist der Mann der Versorger. Ich bin ein bisschen sarkastisch, ja? Bitte lass mir das kurz zu. Das Sapperlot. Er hat das nicht zusammengebracht, weil, ich verstehe das, menschlich gesehen, ich weiß nicht, mit seinem Selbstwertgefühl zu sagen, meine Frau bringt das Geld daheim und ich bin mit den Kids. Und ich erfülle meinen Traum im Sozialbereich. Das war nicht möglich für ihn. So, am besten machen wir eine Theologie daraus, damit wir alle glücklich sind. Die Frauen bleiben zu Hause und der Mann versorgt. Weniger Geld, aber immer. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal, wir können so eingeschränkt sein im Leben, aufgrund von was wir gehört haben, was alles Mögliche geglaubt wird und so weiter. Und wenn man die Bibel liest, findest du raus, ach so, das war nicht Gottes Idee, das ist höchstens eine kulturelle, jüdische Entwicklung. Aber am Anfang hat Gott nicht gesagt, die Frau, sogar das Wort Gehilfin ist ein powervolles Wort. Wenn du siehst, was Gehilfin bedeutet, es ist eine Person, ohne wem der Mann gar nicht leben kann. Yes. Es ist keine Bibelstudie heute. Aber zum Schluss. Ich habe meine Zeit schon überzogen. Ein Grund, warum ich diese Botschaft heute bringe, ist, und ich habe die Predigt so genannt, vollständig. Die Predigt heißt vollständig. Wisst ihr warum? Weil du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, du bist nicht nur eine Frau, du bist Single, du bist vollständig. Du bist verwitwet, du bist vollständig. Du bist eine Frau, du bist vollständig. Du bist ein Mann, du bist vollständig. Du bist ein Ausländer, du bist vollständig. Du bist alleinerziehend, du bist vollständig. Du hast Einschränkungen, irgendeine Art, körperlich oder anderes. Gott sagt über dich, du bist vollständig. Philipper Kapitel 4, Vers 11 sagt Paulus Folgendes. Der Apostel Paulus, Philipper 4, 11 sagt, ich sage das nicht, um euch auf die Not, auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Alles kann ich durch Christus, dem ich Kraft und Stärke gibt. Das heißt, egal in welcher Lebenssituation du bist, Gott will zu dir sagen heute, du bist vollständig. Die beste Good News für die Single
sag das jeden Tag. Schau dir in den Spiegel ein und sag, hi, du bist vollständig. Du bist nicht noch wartend, du bist nicht Plan B oder was immer. Nein, du bist vollständig. Fehlt dir was? Ja, Paulus auch, mit einiges gefehlt. Manchmal ist der Kühlschrank leer, manchmal bin ich arm. Aber er sagt, ich kann alles. Durch Christus, der mich stark macht. Das heißt, ich werde nie in eine Zeit in meinem Leben als Bettler oder als Unvollständiger durch das Leben gehen, weil mir in etwas noch fehlt. Nein, ich bin als Mensch vollständig. Wir werden jetzt eine coole Musik haben von Wolfgang. Und ich habe einen Aufruf für heute. Ein Aufruf ist eine Art, die Chance geben, für manche hier eine Antwort zu geben auf das, was ich heute gepredigt habe. Es war eine Art Predigtlehre. So. Ich mache mich genau. Es gibt Menschen in dem Raum, als ich gesagt habe, du bist vollständig, sie haben gedacht, das wäre schön. Und vielleicht ist es auch eine Theologie, eine Glaubensweise, womit du aufgewachsen bist, die zu dir sagt, ah, du bist nicht vollständig. Es gibt eine Person hier, du wärst gerne in sogenannten geistlichen Dienst, aber der Weg hat sich nicht so entwickelt. Du bist nicht in einen sogenannten geistlichen Dienst, sondern du hast einen ganz normalen Job. Und du gehst durch das Leben jetzt mit dieser Wehmut. Ah, hätte ich diesen Ruf Gottes folgen können im geistlichen Dienst. Und Gott sagt zu dir, zwei Mikros, du bist vollständig. Vielleicht bist du eben die Frau, die denkt, ich bin Frau. So mit dieser, du sagst zwar nicht, ich bin nur eine Frau, du sagst, ich bin Frau und du merkst irgendwie, ja, wäre vielleicht gerne ein Mann gewesen für das, was ich tun will. Und Gott sagt zu dir, du bist vollständig. Du hast vielleicht die Ausbildung nicht bekommen, was du gewollt hättest. Und du denkst auch, ah, hätte ich das gemacht, hätte ich das gehabt, würde ich woanders sein. Und Gott sagt, nein, nein, nein. Für das, was ich dich brauche, du bist vollständig. So, ich weiß, dass das etwas Mutiges ist. Und das spricht nicht viele von euch an. Aber ich spüre, und ich weiß, dass wenn nur für eine Person in diesem Raum, dieser Tag ist der Tag, wo du am Mikro kommst und du sagst, ich bin vollständig. Wenn du der Einzige bist, das könnte eine Lawine auslösen in deiner Welt, die so viele Menschen prägen könnte. Ich weiß, dass meine Entscheidung als Kind, ein Missionar zu sein, hat viele Menschen geprägt. Unterschätze niemals, wenn es nur eine Person ihr ist, die die paar Brote hat und die paar Fische hat, ernährt die ganze Menge. Ein Pastor hat einmal zu mir gesagt, Gianni, jedes Mal, wo du predigst, es gibt diese einen Kind mit zwei Fische und Brote. Predige für diese Person. Warte nicht auf die Menge, auf die Response von der Menge. Nur eine reicht. Und wenn es nur eine Person gibt, vielleicht auch eine Frau, vielleicht ein Mann, der heute am Mikro kommen muss, und sagt, ich bin vollständig. Und diese Aussage machst du zu dir selbst und in den geistlichen Raum. So, ich werde einfach ganz kurz hier Platz nehmen und das Mikro freigeben für alles, was du tun musst, wenn du willst. Es ist keine Bitte, so viele wie möglich. Nein, die richtige, dass du Mikro kommst und sagst, ich bin vollständig. Das wird dich befreien.
laut und deutlich. Viele Jahre habe ich mich unvollständig gefühlt, aber heute weiß ich, ich bin vollständig. Danke Gott. Yes, Amen. Ich bin vollständig. Yes. Come on. Yes. Mein Vater wollte einen Sohn. Und er hat 2 Töchter bekommen und die Ehe ist dann gescheitert. Oh. Und, aber ich bin vollständig. Yes. Amen. Amen. Mit meiner Berufung bin ich alleine genug. Amen. Ich bin vollständig, obwohl es mir nicht immer so leicht fällt, das zu glauben. Yeah. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du in unser Haus, ich danke dir, Herr, dass du uns gesegnet hast mit einem Verständnis und Haltung, einer Mentalität, die erlaubt, in dein Haus Mann und Frau, Kinder, ältere Leute, junge Leute, alles das zu sein, was wir sein sollten. Aber ich bitte dich, Herr, dass du uns immer mehr frei machst von Dingen, die Mythen sind, Gedanken sind, die nicht aus deinem Wort kommen, die nicht aus deinem Herzen kommen, sondern aus Tradition, aus das, was geglaubt wird. Reinige uns mehr und mehr, damit du in dein Haus dich wohlfühlst und damit dein Haus alles das sein kann, was sie sein sollte, für jeden Mann, jede Frau in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in dieser Nation. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns befreist, mehr und mehr von den Dingen, die nicht Dämonen sind, aber Gedanken sind, die uns schaden, die uns einschränken. Lass sie ersetzt werden mit deinen Gedanken, Herr, im Namen Jesu. Amen.